Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von NHL 23, die DEL-Saison. Die Löwen Frankfurt mit der 12. Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers. Dankeschön, Eishockey Live. Und hatte Krabsen geschrieben, wie viele Shaker er will? Hat das geschrieben gehabt? Wenn ja, dann bitte nochmal wiederholen oder falls es einer von euch mitgekriegt hat, dass ich es aufschreiben kann. Kann mich nicht beschweren, Freitag wieder Eishockey. Oh, ich freue mich auch wieder drauf. Ich freue mich auch wieder drauf, ganz ehrlich. Oh, Dominik Borg. Da ist Rowney. Freitag ist doch dieses Zurück in die Zukunft-Event, ne? Du könntest theoretisch 5 Stück nehmen. Also für einen 10er kriegst du einen. Dadurch, dass du einen Fuffi rausgeballert hast, könntest du theoretisch 5 Stück nehmen. Genau. Olli hatte mir angeboten, jetzt am kommenden Freitag zu kommentieren gegen Weißwasser, aber ich will die 2 Wochen jetzt noch genießen. Nein, ich bin leider nicht da, Krabsen. Olli hat es mir angeboten gegen Weißwasser, aber ich will die Zeit mit der Kleinen noch genießen. Dann auf die 5. Also, volle Lotte auf die 5. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und damit sind wir wieder ein gutes Stück weiter auf Discord, wer noch nicht auf Discord ist. Ausrufezeichen Discord. Da dürft ihr gerne reinschauen. Und da ist auch eine Rubrik mit dem Bloody Army Shaker, wie der dann später mal aussehen wird. Ja, genau, Heisenberg. Krabsen ist auch aus Freiburg. Der hatte mich mal, da kannte ich ihn noch nicht persönlich. Da bin ich damals mit dem Zug aus Freiburg gefahren und laufs Gleis runter und dann tippt mich jemand an. Und dann sagt er, du bist Bloody LP, gell? Und ich gucke ihn an und sag so, ja. Und dann hat er gesagt, dass er Krabsen ist. Das war so nice. Und ich kannte ihn ja nicht, logischerweise. Aber er kannte mich. War ein schönes Ding. Phil, für den PC gibt es NHL leider nicht. Ist Xbox Series X. Komm schon, McLeod. Da ist Ryan Moser. Da ist Sesemski, da ist Wirt. Schön, Sesemski auf Dylan Rock. Strafzeit jetzt gegen Nürnberg. Heisenberg, alle an der Saale, oder? Der bloody Urhase. Es ist echt so, Krabsen. War Krabsen auch in der Halle, als Freiburg gegen Dresden gespielt hat? Oh, das weiß ich nicht. Du wirst halt öfters angetippt. Angetippt. Ja, war das ein Wortspiel, Heidi? Jetzt kommt Powerplay. Da muss was gehen. War gegen Krefeld da. Ja, das hätte ich eigentlich kommentieren sollen. Aber da gab es dann in dem Moment tatsächlich Wichtigeres. Kreutle. Sean. Sean das Schaf. Was? Und Stockschlag natürlich. Natürlich. Wie kann es denn anders sein? Ich glaube, wenn ich Streamer wäre und mich jemand erkennt, anspricht, wäre der erste Reflex. Wer will das wissen? Misstrauisch aus der Hölle. Ja, da gewöhnt man sich dran. Also, wenn mich jemand auf der Straße anspricht und sagt, bist du Bloody LP, dann ist ja da erstmal nichts dabei. Weil die Leute wissen ja, wie ich aussehe. Deshalb ist es erstmal nicht tragisch. Anders sieht es dann zum Beispiel aus mit dem Wohnort, mit dem genauen Wohnort oder sonstige Sachen. Die werden dann auch natürlich nicht preisgegeben. Vorsichtig, Moser. 4 gegen 4, natürlich Platz auf dem Eis. Platz für die Individualisten, aber Kreutle. Im Januar ist das nächste, genau, da bin ich da. Also im Januar bin ich definitiv da. Kannst du dich immer erinnern? Da war das Spiel gegen Krefeld, gegen Freiburg, genau. Ein Tag vorher, Kondor. Unsere Tochter ist am 8. Oktober zur Welt gekommen und am 9. Oktober war das Spiel. Aber da wäre im Leben nicht dran zu denken gewesen, es zu kommentieren. Oh, schön, schön. Jetzt komm! Oh. Junge! Lobach, Stor, Achtung, Van Dain. Oh, 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 der macht das Ding natürlich rein.
gehe jedes Heimspiel nach Landshut, Ravensburg, Regensburg, Dresden. Mittlerweile seltener. Ändert sich halt immer einiges, ne, Krebsen? Ah, und dann kriegen wir hier das 0-1, 8 Sekunden vor Ablauf unserer Strafe. Beziehungsweise die Strafe der Nürnberger, die jetzt noch eine halbe Minute Überzahl haben. Erstes Weihnachten zu dritt, genau. Ah, Scheibe einfach weg. Reimer. Immer noch Reimer. Der sich da durchsetzt, aber Breitkreuz, gut und wichtig. Oh, jetzt kommt gerade der Wechsel. Genau, ganz darf nicht fehlen und Spray gibt's auch. Alter, was ist mit meiner Stimme los? Mal kurz einen Schluck trinken. Zu viel hat das Stitchy gehört dazu. Junge! Was ist mit meiner Stimme? Ja, hoffen wir, dass Ditch noch sehr lange dazu gehört. Denn Stitch hat Arthrose. Wir hatten ja das Problem, dass er es da an dem einen Sonntag so extrem mit der Hüfte hat und es fängt wieder an. Also Stitch hat leider Arthrose. Da muss man mal gucken. Momentan geht es ihm gut. Aber man merkt es einfach. Er wird auch alt. Er wird 13 nächstes Jahr. Und Hancock, Grüße aus Grimme. Sonntag geht's dreimal nach Landshut. Sehr, sehr geil, Hancock. Oder Hancock. Am 25.11. ist Grimmitschau in Freiburg. Die Partie wird von mir kommentiert. Freue ich mich drauf. Freue ich mich sehr drauf. Wir haben noch ein Date auf dem Eis. Yes. Publikumslauf und so, oder? Das machen wir. Das machen wir, Krebsen. Indianer Ehrenwort. Wintersaison hat ja gerade angefangen. Bin am Sonntag ESV versus Freiburg drin. Ah, Kaufbeuren ist schon stark diese Saison. Wir hatten echten oder künstlichen Baum. Wir haben einen echten Baum. Grüße nach Grimme. Zum Train wollte es ja nicht. Zum Train? Ach so, zum Training. Ohoho! Rowdy! Aber der zählt nicht. Jetzt lieber nicht Krebsen, tatsächlich. Jetzt lieber nicht Krebsen. Jede Verletzung wäre jetzt ganz bitter. Bei meinem Glück. Schade, es zählt tatsächlich nicht. Hightower hat gar keinen Baum. Vollkommen okay. Klar, wenn du im Urlaub bist, Heisenberg. Teilen kann man sich noch nicht. Zumindest nicht liebend. Nürnberg also weiterhin mit der 1-0-Führung. Dominik Borg. Schneller Andrej Bondarczak, Bondarczak, Reimer. Hey. Die haben halt im Moment auch wieder gegen jedes Ding im Mittel. So wie hier, Leonard. Ganz bitter, ganz bitter. Und was wir letztes Mal das Glück hatten mit Beer Pro, das büßen wir heute wieder ein hier in der DL. Daniel Leonard. Der unseren Goalie ganz unglücklich aussteigen lässt. Noch ist es nicht vorbei. Noch haben wir genug Zeit. Die Löwen müssen kämpfen. Und beim Mäusefinger ist doch heute Dienstag, da ist doch heute wieder Horror Night, oder? Wenn sie noch da ist. Ah, schade. Nein. Die kommen da immer durch. Genau, siehst du? Ab und zu kann ich auch noch ein paar Dinge merken. Jetzt, jetzt. Oh.
so weird. Das ist so weird und wird am Puck. Ich komme aber nicht dran. Die Horror Night gab es am Sonntag. Ja, stimmt, Alex. Aus Dresdner Sicht auf jeden Fall. Komm schon, Sesemski. Jetzt aber. Jetzt aber, Leute. Jetzt aber, Sesemski. So nice. Oh, da haben wir weiter geschaut. Ist er noch drin? Mäusefinger, ist er noch drin? Ich habe nur irgendwas gelesen, dass sie so krass sein soll. Und es ist der Anschluss. Trifft man jemanden beim DL Wintergame? Also ich glaube, dass man Oilers-Fan auf jeden Fall antreffen könnte. Rapsen. Oh, run forward. Ich konnte doch mit seiner Klingel gibt's Saures. Also wir wollen an Halloween auch ein bisschen was machen. Also zumindest Sachen rausstellen. Wir selber gehen nicht weg, aber Sachen rausstellen, das auf jeden Fall. Sollen wir eigentlich einen Halloween-Stream machen, Leute? Das ist ja bald. Das ist doch am 6. Das ist doch heute am Montag, oder? Ja, stimmt. Dienstag ist All Holy. Ja. Hättet ihr da Bock drauf? Es gibt doch Scorn jetzt als neues Game im Xbox Game Pass zum Beispiel. So, Halloween Night. Ja, stimmt, ihr habt am 31. Ja. Scorn soll richtig eklig sein, das habe ich ja auch gehört. Ich muss mal gucken, aber wenn ihr Interesse hättet, dann könnten wir ja sowas machen, oder? Halt am 18 mit Pin, okay. Beim Wintergame noch nicht so sicher. Ich guck mal, ich überlege mir mal was. Hatte ich Andrea vorgestellt, ist aber nichts für sie. Ich komme aus Baden-Württemberg, Heisenberg. Da ist bei uns keiner. Bei uns ist Allerheiligen. Nur alle 500 Jahre, glaube ich, ist der Reformationstag bei uns auch ein Feiertag. Das war doch erst vor ein paar Jahren so. Ich weiß gar nicht, wann es war, aber vor nicht allzu langer Zeit. Oh. Nürnberg macht ordentlich Druck. Nürnberg macht ordentlich Druck, Mitchell. Sehr schön, run fort. Jetzt mal ein bisschen Luft. Verteidiger brauchen sehr, sehr lange. Run fort. Die Scheibe abschirmen. Oh, Sesemski. Dominik Borg, falsch. Auf geht's, Löwen, komm. Reimer, Bortnatschak. Dominik Borg. Oh, wie lassen sie den denn gehen? Oh, ist das bitter. Wie lässt man denn hier Reimer gewähren, bitte? Ah. Martin Luther hatte Putzeltag. Ganz bitter hier. Und jetzt wird's ganz schön bitter für die Frankfurter. Schade. Boah, komm! Komm schon! Das ist echt heftig. Heisenberg, der plant schon nach vorne. 1-4. Erinnert mich so ein bisschen an die Partie gegen den RC Red Bull München. Am Ende verloren wir mit den Löwen 1-6.
manchmal bist du dem einfach nicht gewachsen. Sehr schön. Scarlett! Hüpf! Hüpf! Und der ist drin! Mikko Lehtonen, wieder Joker. Oh, was für ein Antritt von Rhys Scarlett. Alter, wie geil. Sehr, sehr geil. Wen mussten wir noch verpflichten? Wer kam noch dazu, Mr. Digger, als letztes? Nicht nur Rowney, sondern wer war noch dabei? Irgendeiner, den man, glaube ich, aus den Free Agents noch holen kann. Burns. Vielleicht gibt es doch noch das 5:3 für die Löwen. Boah, schade. Ne, 5:3 kann gar nicht mehr gehen. Sehr schön, Scheibe einfach raus. Ich komme aber nicht dran. Oh! Ich komme nicht mehr an die Scheibe, Leute. Jetzt kommt schon Dylan Ruck. Sehr gut, hat er sich da durchgekämpft. Keule raus geht aktuell nicht. Oh komm, jetzt gibt es die Strafzeit. Am Ende zählen die Playoffs, am Rest ist Kosmetik. Wir sind gegen Regensburg den Abstieg rausgeflogen, breche mich nicht noch mehr. Ja, Regensburg macht sich aber gut in der DL2, Heisenberg. Regensburg macht sich richtig gut in der DL2. Aber das wird uns hier das Genick gebrochen haben, diese Strafe. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich komme nicht mehr an den Puck. Oh, Hildebrand. Wunderschön. Servus, Tobosch. Heute den Schuss von Scarlett, den hat er. Aber wir haben gekämpft, würde ich sagen, oder? Wie geht's dir, Tobosch? Alles gut? Es ist eine spannende Saison, finde ich, mit den Löwen. Wir gewinnen nicht alles, sondern wir müssen wirklich kämpfen. Und das ist sehr, sehr schön. Rowney. Rowney, oh, Wenzel, du alter Schlawiner. Den hat er meilenweit rausgeholt. Am Ende unterliegen wir den Nürnbergern mit 2:4. Dankeschön, Alex. Ausrufezeichen Holy. Wer noch nicht probiert hat, gerne mal reinschauen mit Bloody EP 10. Spart 10% auf die Bestellung und die wird auch hier live im Stream angezeigt. Aber wie heftig, Leute. Wie heftig. Jetzt will ich mal gucken, wo meine Bestellung ist. Vielleicht reicht es ja doch noch. Aber ich glaube es nicht. Weiter bereit, Vorbereitung für den Weitertransport. Oh, könnte reichen. Wenn morgen kommt, dann gibt es Pomgranate. Mir geht's auch gut, Tobosch. Bis auf die Niederlage jetzt, die wehgetan hat. Das finde ich auch, Holgi. Wunderschönen guten Abend. Das finde ich definitiv auch. Und jetzt sind wir schon bei dem Wochenende jetzt. Ich bin Gunnery Sergeant Hartman und zuständig für eure Grundausbildung. Und Holgi, guten Tag, herzlich willkommen für Spaß im Stream und danke für den Follow, mein Freund. Willkommen bei den Kurvencracks. Die Kölner auf der 1 vor Mannheim, vor Nürnberg, Ingolstadt, Augsburg, Schwenningen auf 6 vor den Eisbären Berlin, Düsseldorf, München, die Löwen nur noch auf 10. Das tut uns jetzt richtig weh. Dahinter Straubing, Iserlohn, Wolfsburg, Bremerhaven und die Bietigheim Steelers. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr Video ein Like da. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.